Ja, Verteidigung von Kaer Morhen, ist das... Habe ich das jetzt abgeschlossen? Noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Gut, das ist jetzt auf der Karte anscheinend aktiv. Glaube ich. Guck nochmal. Quest auf Karte verfolgen. Verfolgung beenden. Ah, okay. Jetzt aber. Okay, und da muss ich hin. Gut. Okay. So langsam habe ich mich doch mit der Steuerung vertraut. Hoffe ich zumindest. Und dann gucken wir mal, wie lange ich mich mit dieser Steuerung hier vertraut mache. Weil, ne, ich bin ja ein Künstler darin, wenn es darum geht, Steuerungen zu verlieren. So. Hey du, was geht ab? Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium-Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Okay, hat er alles gesagt? Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo, die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Gut, dann sehen wir uns später. So, wo ist denn jetzt bereitet die Tränke? Okay. Und die Treppe dazu ist jetzt hier drüben, ja? Hier. Okay. Also einmal ab durch die Küche. Hallo, Küche. Dann muss ich mal gucken. Hier habe ich ein Hühnchen. Ich nehme das mal einfach mit. Regeneriert Vitalität. Oh, nehme ich. Warum nicht? Was haben wir hier noch so Schönes? Ich gucke mich hier gerne um. Damit ich dann halt früher oder später dann Sachen habe, um mich zu heilen und sonstiges. Kennt man ja schon aus Skyrim. Ein alter Schrank. Im alten Schrank haben wir... Nee. Ein Brötchen nehme ich gerne. Meinetwegen auch ein ausgenommener Fisch. Kann auch verschenkt werden. Aha. Wer will denn sowas haben? Ich glaube, die Triss kann ja jetzt keinen ausgenommenen Fisch gebrauchen. So, und jetzt... Hey! Ah. Bruder, geh weg. Verschwind aus meinem Leben. Los, verrecke. Elendig. Bruder auch. Ach, komm schon. Jetzt greif ihn doch an. Noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig manchmal hier das mit dem draufhauen und so weiter, aber das wird schon. Feuerstein, ja, ich weiß schon nicht wieso, weshalb, warum, aber okay, wir nehmen es einfach mal mit. Aber weil ich es kann. Hast du Uhrens Werttasche, temerische Währung. Yay, wir haben Geld. Wuhu, wir sind reich. Nicht. Aber okay. So, da oben ist eine Tür. Oberes Stockwerk. Da müssen wir, glaube ich, auch hin. Hey. Ja, lass mich doch mal quieken hier. Noch mehr von denen. So, der nächste. Kriege ich alle hin. Erfordert halt im Moment noch so ein bisschen Konzentration hier. Um die alle aufzutreffen, um im richtigen Moment zu drücken und so weiter und so fort, um mich darauf zu konzentrieren, welchen Modus ich hier und da anwenden muss. Aber ich kriege das alles hin. Alles nur eine Frage der Zeit und der Gewöhnung. Das ist der nächste hier. Aber die Leichen, die spawnen halt relativ schnell. Was eventuell ein bisschen problematisch sein kann, aber okay. Der hat nix. Der hat auch nix. Auch der nächste hier. Verrecke! Geht doch. Quest aktualisiert einen Trank für Triss, ja. Banditen sind gedingst. Ich habe jetzt nicht gesehen, was jetzt der Dingens da. Was der Tipp denn sagte, weil ich mich darauf konzentriert habe, hier irgendwas zu looten. Okay.
Aha, Überreste waren das. Okay. Zur Kenntnis genommen. So, hier haben wir ein Fass. Im Fass haben wir wieder ein tolles Bier drin, aber Bier brauche ich irgendwie nicht. Zumindest habe ich davon jetzt noch keinen Nutzen erkannt. Kann natürlich sein, dass es früher oder später noch einen Nutzen hat, aber ich glaube eigentlich nicht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch... Er hat doch gesagt, wir sollen Truhen durchsuchen nach... Stimmt, wir brauchen ja Alkohol, ne? So, ich habe irgendwas gefunden für die Quest. Ist doch super. Was haben wir hier? Nichts, womit ich interagieren kann. Guck hier nochmal ganz kurz. Eine komische Vitrine. Eine Kommode. Mit Tafelwasser. Hier haben wir auch nochmal eine Kommode, aber die kann ich nicht öffnen. Wieso denn nicht? Okay, gehen wir einfach weiter. Hier haben wir nämlich auch nochmal eine Kiste. Unbekannter Trank. Wir brauchen ja auch noch eine Fiole, ne? Weiße Möwe, genau, das brauchen wir auch für die Quest. Was haben wir hier? Eine Kiste mit Eisen durch. Diese Waffe kann in Kombination mit Kampfstieren des Hexers verwendet werden. Okay. Und kann ich hier dann... Okay. Inventar ist voll. Wieso kann ich denn... Ah, okay. Wenn ich jetzt das hier irgendwo was wegschmeiße... Kann ich lesen? Okay. Das ist jetzt nichts Wichtiges, glaube ich. Außer, dass ich jetzt einen Eintrag bekommen habe. Ich möchte das hier irgendwie loswerden. Kann ich das nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Nein? Hm. Und wenn ich jetzt das hier esse... Nom nom nom. Dann bringt es mir auch einen Bonus. Interessant. Okay. Zur Kenntnis genommen. Jetzt könnte ich hier auch noch eine Zweihandwaffe einsetzen. Chance auf... Ja. Dann kann ich hier also zwischen den ganzen Waffen hier immer hin und her switchen. Sehe ich das richtig? Aber wie mache ich das? Nein, das war die falsche Taste, sorry. Das wollte ich. Sehe ich hierzu auch nicht. Schaden minus 30%, ja. Weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das hier genau alles einsetzen muss, kann und will. Aber ich glaube, das kriegen wir alles noch raus oder wird uns noch gesagt. Müssen wir mal gucken. Zumindest haben wir schon mal ein paar Gegenstände hier. Mit denen wir irgendwie, weiß nicht, hin und her switchen können und sowas. Ob das jetzt einen weiteren Sinn hat, dass ich die habe, müssen wir mal gucken. Hey! Bleib mal locker hier. So, und wo soll ich jetzt hier hin? Also irgendwie, hier so. Soll ich hier durch? Erdgeschoss. Okay. Habe ich jetzt schon alle Sachen dabei, die ich brauche? Wäre mal interessant zu erfahren. Wenn mir das mal einer sagen würde, so nach dem Motto, Quest complete! Aber ich glaube, das gibt's hier nicht. Eine Feuerstelle. Dafür muss ich natürlich erst einmal drum außen rum rennen, aber er läuft automatisch. Das finde ich ja sehr sozial, muss ich ja wirklich sagen. So, Lambert. Was braucht ihr? Ich habe die Zutaten. Ich habe die Zutaten. Und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht zwei weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Das wäre? Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesimir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Okay, neuer Eintrag im Tagebuch. Zauber. Okay. Gut, und Wesimir ist jetzt hier, ne? Ich dachte jetzt schon, dass ich da hinlaufen muss zu ihm, aber nö. Ah, du musstest doch nicht aufstehen, das war doch nicht nötig. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Oh, das ist aber nett. Lambert hat mir die Formel gegeben. Lambert hat mir die Formel gegeben.
Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium-Egoum habt ihr bereits. Jo. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schallkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Guten ihr Messer findet ich. Den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Okay. Oh, und die Rüstung habe ich jetzt automatisch erhalten. Interessant. Was ist denn das für schöne Rüstung? Minus 5% erlittener Schaden. Okay. Okay. Gut. Faszinierend, faszinierend. Hexageon schlägt den Drachen. Ja. Genau, was auch immer. Auf zum Innenhof! Und schon sind wir wieder im Außenbereich von Kaer Morhen. So, und wo liegt dann jetzt die erschlagene Bissi? Müsste doch da hinten irgendwo liegen, richtig? Genau, da liegt sie ja. Da, wo sie rauskommen, liegt sie auch. So, um alchemistische Komponenten zu extrahieren. Links liegt auf dem Furchtbringer Kadaver. Lesbücher und immer. Ne? Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor. Ah, okay. Macht ja auch Sinn. So, dann schauen wir mal, wo können wir es denn hier mitnehmen? Ach, da unten. Ah, das geht da in den Alchemiesack. Verstehe. Okay. Verstehe. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und dann müssen wir irgendwie den Trank am Feuer brauen oder sowas. Ich weiß auch nicht. Oder vielleicht einmal die Quest abgeben. Wo sind denn jetzt schon wieder alle hin? Und wo liegt überhaupt die Triss? Ich sehe sie hier nirgends. Weder in diesen komischen Tümpel, noch sonst irgendwo. So, was haben wir denn hier? Ich muss ja hier irgendwo hin. Hier liegt eine tote Ratte. Haben die hier eine Ratte verspeist oder wie oder was? Schildkraut brauche ich ja noch. Oder hat er mir das jetzt schon gegeben? Irgendwas soll ich doch hier machen. Oder soll ich einfach zu ihm hier wieder außen rumlaufen und so weiter? Hey, Wesemir. Ja? Nein? Wo sind Lambert und Eskel? Wo sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. Okay, ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Okay. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Wer ist Berengar? Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Oh, die Prüfung der Gräser, wo man ein Grashalm erzählt. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Wird bestimmt der Mega-Ultra-Endboss in diesem Spiel. Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Oh nein. Ich habe noch eine Klaue. Und weiteres Schallkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Okay.